16.15 Uhr, 15 Minuten Verspätung aufgrund der Feierlichkeiten im Matz-Pokal und in den Endspielen davor. Geht's los, Kreispokal, der Main Event, würde man beim Wrestling sagen. Eintracht Mirsdorf Zeuthen 2 gegen den MTV Wünsdorf aus der Landesklasse Ost. Auf geht's! 15 Minuten sind durch und es sind schon zwei Tore gefallen. Der SC Eintracht Mirsdorf führt mit 2:0. Torschützen Lukas Müller und gerade eben Marvin Soest. Sebastian König mit einem seiner genialen Bälle in die Spitze. Marvin Soest marschiert den Verteidiger davon. Helge Schiegel, Keeper der Wünsdorfer, kommt raus und dann kullert der Ball förmlich in Zeitlupe ins verwaiste Tor. Und die Mirsdorfer sind also die Reserve der Eintracht, ist also in einer optimalen Ausgangslage, dieses Pokalfinale zu gewinnen. Na klar, haben wir noch massig Zeit. Ein Tor und Wünsdorf ist wieder dran und kann wieder schnuppern. Aber die Führung jetzt erstmal für die Eintracht-Reserve ist komfortabel. Helge Schiegel soll wohl sein letztes Spiel als MTV-Keeper werden. Eine richtige Legende, eine Institution im Tor. Das MTV sagt Servus. Wäre natürlich schön als mit dem Pokal. Vielleicht geht es ja noch. Vielleicht klappt es ja noch. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Eine Stunde ist in der SE Service Arena zum Schulzen noch gespielt. Im Kreispokal-Endspiel der Herren. Es bleibt weiterhin beim 2:0 für den SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen gegen den MTV. Wünsdorf, jetzt gab es eine Verletzungsunterbrechung. Stimme ist gut. Der Wünsdorf-Block und auch der Block der Eintracht-Fans hauen alles rein gesanglich. Und der MTV muss hier alles reinhauen, um hier irgendwie ins Spiel zurückzukommen. Ein frühes, jetzt ein schnelles Anschlusstor kann hier nochmal Spannung erzeugen, aber danach sieht es nicht wirklich aus. Wünsdorf hat mehr Spielanteile, aber nach vorne dann im letzten Drittel kommt nicht viel bei rum. Und von daher bleibt beim 2:0 für den Kreisoberligisten. 3:0 gewinnt die Reserve vom SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen gegen den MTV Wünsdorf und holt sich den Kreispokal. Der Kreisoberligist schlägt den Landesklassenvertreter. Hochverdient. Die Wünsdorfer immer bis zum letzten Drittel ganz gut mitgespielt. Dann hat die letzte Idee gefühlt. Und bei den Mirsdorfern, die haben gewartet. Und dann hat man halt auch mal einen Sebastian König, der die Bälle durchsteckt. Und dann wird es gefährlich. Und dann macht man auch die Tore. Glückwunsch an die Eintracht Reserve. Und ich werde mal gucken, wer mir hier mal ein kleines Interview geben kann. Der SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen 2 ist Kreispokalsieger 22. Glückwunsch an Marvin Soest und seine Eintracht-Torschütze zum 2:0. 3:0 ist verdient, obwohl ich glaube, Wünsdorf hatte immer ein bisschen mehr vom Spiel, aber im letzten Drittel wahnsinnig gefährlich genug. Ihr habt abgewartet und habt den zugestochen wie eine Tarantel, oder? So ist es. Wir haben einfach nur Gas gegeben, 110% gegeben das ganze Spiel über. Die Stimme ist weg. So, Alter. Die Emotionen sind da, macht einfach nur Spaß. Wir haben einfach nur Gas gegeben, haben die Jungs ein bisschen spielen lassen, aber die haben keinen Prozent gesehen. Wir waren vorne einfach griffig, haben einfach die Chancen genutzt. Ab der ersten Minute waren wir absolut da, das war einfach nur geil. Und jetzt feiern wir einfach nur. Marvin, ist jetzt so eine kleine Genugtuung, nachdem die erste abgestiegen ist, dass man im Verein wieder ein bisschen lachen kann? Glückwunsch, Lukas. Jawohl. Dankeschön. Hat er sich verdient hier. Genugtuung auf keinen Fall, weil wir sind immer noch ein Verein. Das ist natürlich richtig bitter. Nee, ich meine es ja auf der Ebene, dass man ein bisschen Trauer hatte im Verein und jetzt wieder ein bisschen lachen kann. Nicht, dass es da irgendwie ein Zwiespalt zwischen beiden Männermannschaften gibt. Man sieht ja hier auf der Seite, wenn man mal hinfilmen möchte, die A-Jugend war komplett da, hat uns hier supportet wie Sau. Die erste Männer sind zahlreich vertreten, hat uns absolut supportet. Das ist einfach eine Weltklasse, was das für ein geiler Verein ist. Und besser geht's einfach nicht. Das ist einfach nur super. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Pokalübergabe und lasst es euch krachen, wa? Danke dir.
Glückwunsch, Sebastian. Liebe Fußballfreunde, jetzt kommt der große Moment. Gordon Burmeister und Daniel Tauchmann nehmen den Pokal entgegen. Und ich wollte es schon immer mal machen wie Wolf Fuß. Kreispokalsieger 2022. Im Jubeltaumel der Mannschaft vom SC Eintracht Mirsdorf-Zeuthen 2 verabschiede ich mich aus der SE Service Arena Schulzendorf. Die Kreispokal-Endspiele im Fußballkreis Dahme-Fleming Saison 2021-22 sind beendet. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst ein Gefällt mir da oder abonniert mich, wenn ihr noch Bock auf weitere Videos habt. Und bleibt mir gewohnt, kann ich da nur sagen. Euer Pepster.